Der wird noch sterben, keine Sorge. Ich habe noch jeden Boss klein gekriegt. Da ist er doch keine Ausnahme. Stimmt, der Links. Der Links. Er hält sich gerne links. Linke Flanke decken. Schieß doch nicht, wenn du mich noch gar nicht siehst. Weg hier. Gut. Irgendwann wird er auch mal sterben, denke ich mir. Würde ich mal vermuten. Hat man mir nur mitgeteilt. Ups, da ist jemand, der ein bisschen spielen will. Hier nicht, dann ist er wieder drüben. Moment, das war ein Homing. Ich habe keine Smarts mehr. Unpraktisch. Bräuchte man noch Smarts? Wieso gibt es keine Smarts? Da ist einer noch. Ich sollte mehr mit Gauss wieder auf ihn schießen. Moment, ich probiere es mal wieder so. Ja, das hilft wieder voll gut. Nicht. Ich mache es trotzdem nochmal. Bin gerade in rebellischer Laune. Von hinten. Gut, dass wenn er so durchdreht und überall Plasma verschießt, offensichtlich hat man ihn dann von hinten getroffen und macht ihm Schaden. Das scheine ich jetzt noch mal herausgefunden zu haben. Noch eine Smart, sehr schön. Zack. Und dann wieder so. Wahrscheinlich sind das nicht meine Plasma-Dinger von der Smarts, die da nach oben gehen, sondern von ihm welche noch. Weil er ja immer durchdreht, wenn er getroffen wird mit Plasma. Und jetzt ist er hier vorne. Nein, an sich müsste man ihn doch mit Stereo Dolby Surround Sound hören können, wo er gerade ist. Aber so wirklich? Nee. Nee. Weg hier. Ah. Was denn Mist? Ja, die Gauss ist bald alle. Ich weiß nicht, was ich dann mache. Wir sind weinen wahrscheinlich. Denn hier gibt es nur noch in der Geheimgang Gauss und ich glaube, da komme ich nicht ran. Jawohl. Kommt doch mal wieder zu mir, hier. Bisschen kuscheln. Ah ja, kuscheln. 1700, das war auf jeden Fall nicht der Boss selbst. Wo war er jetzt hier links, ne? Ja. Komm, stirb endlich. Hä, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Stirbt einfach nicht. Aber man kann ihn wenigstens ein bisschen ausweichen. Das ist ungewohnt für mich. Bei einem Boss. In Destiny 2. Haha. Das lief ja gar nicht mal so schlecht. Ja, aber das hätte ich schon unterlassen sollen. Aber solche Ausfälle gehen tatsächlich. Das ist interessant. Dann mache ich das auch nochmal. Wenn es wieder klappt. Das war ein Glücksfall. Ich weiß schon. Ich probiere es trotzdem nochmal. Dann kann ich ihn nämlich voll geil abziehen, Zeug. Und dann hier raus. Wo war der Ausgang auf der Seite? Hier war ein Geheimgang. Dann kann ich auch mal hier wieder gucken, nach langer Zeit. Ob ich die Earth Shaker hier bekomme. Ah, und sowas gibt's hier noch. Hier? Hier war ich schon überall drin. Hm. Genau auf der anderen Seite war, glaube ich, die Earth Shaker, die ich mit diesem Schalter hier kurz aufgemacht habe. Und jetzt komme ich da auch nicht mehr rein. Bedauerlich. Sehr traurig. Und hier war ich offensichtlich auch schon. Den Schalter. Da komme ich nicht an die Guidance, was auch komisch ist.
Macht mir das selber gar nichts aus. Ich kann mich gar nicht so treffen. Auch interessant. Komisch. Durchaus komisch. War ich da schon drin? Moment. Das ist der Boss. Okay. Und hier? Was ist das hier gewesen? Da war irgendwelche... Achso, you cannot open this door. Das war mit dem Schalter zu öffnen. Es gibt immer zu viele Schalter für mich. Ich kann damit nichts anfangen. Und der Guide hat auch keine Ahnung, wo er hingehen soll. Ups. Aber lange überlebt. Lange überlebt. Gibt es hier kein Cloaking Device mehr? Es gab überall die ganze Zeit Cloaking Devices. Plötzlich nicht mehr. Da ist er. Da hat er mich, da hat er mich. Komm schon. Gib mir einfach die Rakete. Dann hier runter. Speichern unter 55. Wieder eine Runde gedreht mit den Speicherslots. Und dann machen wir das ganz gediegen. Er hat sich einfach wegteleportiert, wie ich das unfair finde. Immer wieder. Unten lang ist vielleicht besser. Wieso trifft mich das schon, bevor es mich überhaupt getroffen hat? Manchmal ist das sinnlos, was der macht. Wenn ich jetzt hier schieße, dann geht er auf die andere Seite, ja? Hat mich nur gestreift. Kleine Fleischwunde erzeugt. Die hat sich infiziert und mich getötet. Er schießt halt einfach mal Earthshakers in alle Richtungen, da kann man nicht ausweichen. Dann wolltest du es nicht anders. Dann versuche ich dich mal auszutricksen. Ich muss den Umweg gehen, meinetwegen. Wo ging's denn? Es gab hier dann noch andere Türen. Genau die hier nämlich, die habe ich gesucht. Wenn ich schon hier bin, dann lade ich mich kurz auf. Ich will nur den Spawner da umgehen. Hier in der gelben Tür, die zur roten führt. Eine der roten Türen. So. Wir schaffen das. Auch wenn ich langsam wie gerädert hier sitze. Es dauert und dauert. Habe ich auch hier irgendwo... Ich glaube, an die ging es schwerer ran. Aber hier unten... Ein bisschen Gauss würde mir nicht schaden. Aha. Will ich das so machen? Habe ich Sheet verloren? Ich habe nur Energie verloren. Dann ist das okay. Moment, wieso ging das jetzt zu? War da noch irgendwas Geiles drin? Da war was Geiles drin. Und ob? Gib mir mal die Raketen. Und nicht einschließen mir später. Ja, jetzt habe ich wieder ein bisschen Gauss. Sehr schön. Aber hier oben... ging es, glaube ich, nicht so leicht. Wie gesagt, vor zwei Wochen habe ich mal nachgeguckt. You cannot open this door. Ich weiß aber nicht mehr, wie das ging. Komme ich hier von der anderen Seite hin? Ja, sieht man doch. Wo ist das denn? Hier? Naja, da muss ich eins weiter rum. Da komme ich aber nicht rum. Da müsste ich vielleicht außen rumfliegen. Wie dumm das ist. Ja. Aber ich habe wieder Merkuris, das freut mich. Irgendeinen Schalter noch hier zu finden. Nope. Nope. Immerhin, es hat sich gelohnt. Ich habe ein Secret geöffnet. Passiert auch nicht alle Tage. Bin ich jetzt richtig geflogen? Das hier ging zum Anfang, glaube ich. Bin jetzt wieder verwirrt, weil ich was anderes gemacht habe. Sieht aber richtig aus. Jawohl. Hab wieder Gauss. Die Hoffnung steht wieder. Sehe dich. 300. Und wieso gab es eigentlich kein Shield oder Unverwundbarkeit? Wäre auch mal ganz nett gewesen. Der hat überlebt. Oh, und er wartet auf mich.
Der macht mir ein bisschen Angst manchmal mit seinen Augen. Ey, was schieße ich denn immer so scheiße? Ups. Jetzt Shaker ist auch noch. Warum nicht mal eine Mega? Ich habe ja Raketen, dann nutze ich doch mal Raketen wieder. Geh doch da weg, Mensch. Ich kann so schlecht ausweichen, das ist unschön. Dann kriegst du eben nur eine Rakete, wenn du es nur so willst. Hat nämlich auch getroffen. Ganz sachte, sukzessive. Also ich glaube, es war echt eine gute Idee, die Türen aufzuhalten mit den Markern. Autsch, sonst würde mich das richtig kirre machen, dauernd die Türen aufzumachen. Da wette ich drauf. Ich kenne mich doch. Laufender Mist. Wieso zieht das gleich über 10 Schild ab? Die Earth Shaker macht ihm gar nichts aus von hinten, okay. Keine Ahnung, wo er hin ist. Ich warte mal hier draußen. Kommt der Kleine? Ja, da kommt er. 9 Shield nur noch. Es wird langsam kritisch. Critically. Ich will mal einen kritischen Hit landen bei dir. Oh, was? Da wartet jemand. Habe ich irgendwie eine geile Waffe noch? So, Helix. Könnte ich ja mal mit der was probieren. Wieso hat er mich denn gespürt? Draußen ist kein Cloaking-Device. Schade. Muss ich das hier nehmen? Ich darf vielleicht nicht mit dem Afterburner rein. Nee, er sieht mich einfach zu früh. Eine Bombe dahin liegen. Hä? Was ist mir da gerade was ins Gesicht gesprungen? Der lässt Bombenleger. Der sondert Bombenleger ab. Wenn man ihn trifft, habe ich das Gefühl. Was ist das denn jetzt gewesen? Komische Vulkan. Gib mir die Smart. Die ist ganz gut. Und jetzt geht das vielleicht? Ich wollte eigentlich unsichtbar werden. Helix. Mal gucken. Hat immer noch nicht gereicht. Wieso hält er so lange aus? Ich würde ihn gern mit so einem Ausfall dann am Ende killen. Das wäre richtig formidabel anzusehen. Was macht denn der Guided hier? Ich habe gesagt, er soll abhauen. Der verwirrt mich nur. Alter Schwede. Moment, die 7? Staying away. Mikrofon mir doch egal. Hängt das jetzt richtig? Ja, bestimmt. Der bleibt immer noch da. Der gehorcht nicht meinem Befehl. So ein Loser. Stimmt ja, das ging ja nicht. Guidance. Nehmen wir die wieder. Mit denen kann man ja ein bisschen Schaden machen. Vielleicht will der Guided mir auch wieder nur ein bisschen Tipps geben. Einen hat er ja schon gebracht, aber den kann ich nicht so richtig befolgen, ihn von hinten zu treffen. Ich versuche das, aber es scheint nicht so wirklich immer zu klappen. Wollte er echt gerade die Rakete abschießen, hat aber nicht geklappt. Oder sah das nur so aus, weil er sowieso auf mich schoss. Keine Ahnung. Nehmen wir die Mercurys raus. Ich habe nur noch 2, aber egal. Was soll der Geile da? Warum geht der nicht weg? Der stört. Er ist ja ganz woanders gewesen. Tun die irgendwas?
kann ich auch. Wer diese Soundgeräusche erzeugt, der hat doch gerade einfach irgendwie ein paar technische Geräte nebeneinander gelegt. Und dann kam das dabei raus. Hab nicht wirklich getroffen, glaube ich. Das kam nicht so vor, als würde ihm das geschadet haben. Das war schon besser. Jetzt sind wir wenigstens die Merkurys wieder losgeworden. Autsch. Ja, selber schuld, sage ich ja nur. Ich habe gesagt, er wird weggehen. Oberflash. Da ist er. Geht er da einfach in Deckung, der Sack. Zwei Homings noch, dann ist es damit auch vorbei. Ja, was war das? Ach so, er schon wieder. Na komm. Bringen wir es hinter uns. Kommt der nochmal oder hat er schon aufgegeben? Da kommt er. Und der auch noch. Dann werde ich immerhin unsichtbar. Ich war doch eigentlich voll gut am Ausweichen. Irgendwie kriege ich aber kaum Punkte noch, habe ich das Gefühl. Boah, ich schreck mich da nicht so. Und jetzt ordentlich zurück, bitte. Ordentlich Gauss habe ich wieder. Das heißt, der Kampf kann auch länger weitergehen. Yippie, yippie. Oh Moment, das war gar nicht der Gegner, der Boss. Das war irgendein anderer. Der mich gar nicht interessiert. Der jetzt aber trotzdem mal sterben darf. Jetzt ist er da unten, ja? Da leer, rechts. Wie rechts. Da könnt ihr einfach mal eine neue Bezeichnung finden. Wie rechts. Für beide Seiten. Und dann hat kein Mensch mit rechts, links, links, rechts Schwäche mehr. Irgendwie Probleme, wenn er was sagen will. Wäre doch mal eine gute Neuerung. Guck mal danach, Lee rechts. Lire. Deswegen gibt's Lire. Wenn man keinen Plan hat, welche Richtung man wählen soll, dann nimmt man die Lire. Es nervt langsam wirklich der Boss. Weil da, wenn er stirbt, das dauert zu lang. Aber mich motiviert die Tatsache, dass danach das Spiel endgültig vorbei ist und ich es nie wieder anfassen muss. Nur fürs Add-on. Vielleicht nächstes, übernächstes Jahr oder so. Er lebt weiterhin. Er scheint mir schon sehr geschwächt zu sein. Zumindest bilde ich mir das ein. Habe ich ihn rausgelockt. Stell dich wieder vor mich hin, genau, und dann können wir dich umbringen. Brauche nicht mit Raketen zu kleistern. Und Concussions. Achtzehn habe ich immer noch. Solange ich Concussions habe, ist alles noch drin. Kann alles noch passieren. Na, wo ist er denn jetzt? Habe ich noch Smarts zu verlieren? Ne, lange nicht mehr. Guidance hätte ich noch. Ah, den Concussions lieber. Wobei, in der stimmt ja. Hier wollte ich lieber Guidance wählen. Ich habe so gut wie gar nichts mehr, deswegen immer. Machen wir das wieder so von hinten. Guided Missile Fuel.
Nö, keine Ahnung, wo er ist. Aber jetzt ist er da. Ups. Hilfe. Das ist ja unfair dann plötzlich. Wenn er aus dem Nichts vor mir erscheint. Bumm. Was versuchst du da eigentlich zu kompensieren, hä? Mit deinen großen Waffen. Die du immer gegen die Türrahmen schmeißt. Das ist nicht witzig. Der nervt einfach nur noch. Aha. Der schielt doch. Kann man nicht wirklich ausweichen? Nein. Es gibt doch nicht mehr viel zu sagen dabei. Ich könnte aber jetzt Concussions wieder nehmen. Er soll wieder in die Mitte auftauchen und dann kann ich ihn voll eine einheizen. Wie immer. Auch wenn ich nicht weiß, ob ich irgendwie vorankomme. Er war doch hier unten links. Er ist wieder gewandert. Gut. Machen wir wieder einen Ausfall. Das bringt einfach nichts. Aber es macht Spaß. Es würde mehr Spaß machen, wenn es was bringen würde. Vielleicht bin ich einfach zu nah dran auch und bringe mich selber um. Offensichtlich mache ich ihm Schaden, oder? Na, ja, nicht so ganz. Aber er hat mich gar nicht getötet, sondern nur irgendein Lakai. Sieben Shield, langsam wird's kritisch, habe ich aber schon mal gesagt. Jetzt wird's aber noch kritischer. Guided, gib mir die Guided. Boah, wie er ausrastet. Lebt er noch? Es scheint so. Wieso dreht er manchmal so durch? Ist es der Guided und mir ist irgendwas anderes? Ups. Ein Splitter. Ah, jetzt kommt er von da. Wieso kommt er jetzt wieder hervor? Habe ich das nicht gespeichert gehabt ordentlich? Denke doch. Ich wollte eigentlich den Splitter erstmal vernichten, aber dann eben nicht. Jetzt gibt es Wichtigeres zu tun. Die Wände anschießen zum Beispiel. Boah, wie er durchdreht. Es scheint so, als würde sie ihm noch mehr wehtun. Also irgendwie mache ich doch Fortschritte, oder? Was schießt er denn jetzt auf in alle Richtungen? Erstmal um den Depp kümmern. Ist er noch da? Er ist immer noch da. Will ich mich ja nicht beschweren, wenn er hier vorne ist. Hinten nervt es immer. Dann muss ich ihn mit Smarts oder Guides rauslocken. Er ist doch irgendwie jetzt noch gefährlicher geworden. Da kratzt es in der Lunge nach 2 Stunden Aufnahme. Oder sonst wie viel. Plötzlich ist er weg. Plötzlich ist er weg. Und lässt nur einen Lakai hinter sich. Ja. Weg hier. Du willst doch auch sterben, dass es endlich vorbei ist. Bom, bom, bom. Das bringt nichts. Ich verschwende meine Munition. Immerhin, bei dem habe ich ein bisschen minimal Ahnung, wie ich da rangehe. Weil ich auch Chancen habe, ihn ordentlich eins auszuwischen. Beim letzten Boss war das schon richtig schlimmer. Speichern. Nur weil er stärkere Waffen einsetzt, finde ich ihn jetzt nicht unbedingt schwieriger als den letzten. 300. Mittendrin. Ich habe noch jetzt ordentlich von vorne getroffen, oder war das doch hinten? Bin mir nicht sicher. Dann brauche ich jetzt Concussions. Die sind zwar vielleicht nicht die stärksten, aber die einzigen, die ich noch habe. Neben den Guided.
immer noch keinen Boss. Kill. Sonst hätte ich mehr Punkte bekommen. Macht aber schon Spaß. 104 Leben übrigens. Aber irgendwann ist der schönste Spaß auch mal ausgereizt. Und ich habe keine Energie mehr gleich. Mal wieder. Also 490.000 habe ich gerade bemerkt. Mal gucken, ob ich noch die 5 kriege. Wäre geil. Ich komme da nicht mehr weg, das ist das Doofe. Mach ich mich unsichtbar? Das wird so auch nichts. Aber wenn ich das schaffen würde, dann darüber zum Energy Center zu fliegen, wäre das eine Idee. Wie lange bin ich schon gelobt, ist die Frage. Jetzt nerv mich nicht, du Spawner, ich gehe hier rum. Haben wir eine kleine Abkürzung gemacht, wieder schön. Ah, der muss irgendwann tot sein, das näher. Ja, früher waren die Spiele noch ein bisschen anders aufgebaut. Heute wäre das undenkbar, so ein Boss, glaube ich. Da würde keiner Bock drauf haben, so lange dran zu sitzen. Ich habe auch nicht so wirklich Lust drauf. Aber ich ziehe das jetzt durch und dann ist es vorbei und dann kann ich Mario spielen oder sowas. Irgendwas Ordentliches. Donkey Kong. Mal wieder einen neuen Stand. Sind ja erst bei 59. Er ist wieder hinten, schätze ich mal. Der Guided könnte es mir ja sagen. Es gibt ja eine Guided View, ne? Irgendwo gab es die. Mist, der hat mich doch erwischt. Wenn ich die ganzen Möglichkeiten ja auch mal wüsste, dann wäre das vielleicht auch ganz cool. Warum flackert es denn jetzt schon hier bei mir manchmal? Obwohl er noch gar keine Earthshaker geschossen hat. Klingt recht nah. Ist es dann aber doch nicht. Hinten in der Ecke wieder. Ja. Wo treibst du dich rum? Komm nach raus, schon nach 8 Uhr. Sonst gibt's kein Abendessen. Keine Chance. Ich glaube nicht, dass ich jetzt noch 500.000, ich mir nur einen 50er mache. 500.000 Punkte erreiche. Ich habe mich unsichtbar gemacht versehentlich, dann muss ich das ja auch ausnutzen. 300. Das war er bestimmt. Ein Versuch noch. Man merkt, wenn man nicht unsichtbar, also wenn man unsichtbar ist, dann schießt er ein bisschen später. Erst wenn man selber schießt. Hier schießt er direkt. Schön, dass wir das auch mal geklärt haben. Ich würde sagen, dann wieder die Guides an der Stelle. Immer derselbe Schema. Schema F. Und dann von hinten. Nee, er verschwindet einfach. Wie soll man ihn denn kriegen, wenn er dann immer ausweicht? Das ist doch nicht durchdacht hier. Nur hinten verwundbar, aber er dreht sich dann immer um. Ich würde ja hoffen, dass dieser grüne Kristall oder was auch immer das ist, sein Schwachpunkt ist, aber das sind die Augen, glaube ich. Wer soll das denn ahnen? Daneben. Und man sieht, wie viel so ein Krieg kostet. Richtig ewig Material hier, was weggeworfen wird. Ich war doch ganz woanders. Wieso geht das denn durch die Wand?
Ich gebe nicht auf. Ich gebe niemals auf. Wir besiegen den. Ist er noch da hinten? Mein Schiff ist jetzt in einer sehr angreifbaren Position. Versteckt sich wieder hinter mir? Nein. Er ist gar nicht mehr da. Er ist einfach weggeflogen. Er hat keinen Bock mehr zu kämpfen. Verstehe, ich verstehe. Hätte ich auch nicht. Da war nicht so wirksam, nein. Gehen wir ein bisschen in Sicherheit. So, jetzt aber. Wo bist du? Der Guided fliegt hier noch rum. Er hat sich echt total irgendwie... Keine Ahnung. Ach, da war er. Er hat sich super gut getarnt. Haben gesehen, aber jetzt verschwindet er vor meinen Augen. Jetzt weiß ich aber, wo er ist. Jetzt hat er keine Chance. Na du. Noch da. Man kann ihn gar nicht von hinten erwischen mit Laser, wollte ich mal kurz angemerkt haben. Man soll ihn ja eigentlich von hinten erwischen. Mit Laser müssen wir dann ausfallartig reinfliegen, damit man ihn heimlich von hinten erwischt und am besten unsichtbar sein. Und dann so machen. Das wird nichts. Wieso habe ich denn hier gespeichert? Bin ich denn wahnsinnig? Erstmal hinten wieder rauslocken. Das wird so nichts. Ich muss direkt auf ihn drauf, sonst wieder unsichtbar und dann hat er wahrscheinlich noch weniger Schaden genommen. Immer mitten in die Augen. Was ihm wahrscheinlich nichts ausmacht. Heimlich hier rumfliegen. Das fällt mir aber dann doch auf. Das war die Seite. Vielleicht hilft die aber auch. Irgendwie. Und da teleportiert er sich. Da kam wieder was raus. Ein Schild. Wie ist das denn jetzt geschehen? Wegen dem Depp da. Hä? Ich habe wieder die Orientierung verloren. Gut. Nicht erwischt. Geht aber auch so. Was wollt ihr? Was wollt ihr? Ihr wisst doch nicht, mit wem ihr hier kämpft. Ups. Also beim letzten Boss war es auch so. Ich habe mit Chaos auf ihn geschossen und er hat Gegner gespawnt. Und da war es die falsche Wahl. Denn da hat ihm Gauss nichts ausgemacht. Und deswegen will ich hier auf Laser bleiben, vor allen Dingen. Bin jetzt schon wieder seit knapp 3 Stunden dran. Fast nach dem Video sind es 3 Stunden. Kann doch nicht so lange dauern, so ein kleiner Boss. Wieder dasselbe. Dann gehe ich erstmal nach links in Sicherheit. Macht noch ein bisschen Rabatz. Was soll das denn jetzt heißen? Dass ich jetzt Concussions wollte. Und den dann gehörig einheizen. Na, wer ist stärker? Concussion oder Earth Shaker? Gar nicht treffen. Das ist der Vorteil ja dann doch hier, dass so eine kleine Einbuchtung hier ist, die Earth Shaker nichts machen lässt. Ist das ein Gegner? Nicht mehr. Manchmal ist das echt komisch, dass die plötzlich noch dastehen und im nächsten Moment sich selbst zerstören quasi. Die wollen, die sind des Kämpfens müde, genau wie ich. Bin auch des Kämpfens müde, ich kann nicht mehr. Ich will einfach, dass es endet und vorbei ist. Das ganze Leiden muss ein Ende haben. Der überlebt halt einfach weiter. So, genau so wollte ich das gerade machen. Und dann hier wieder abhauen heimlich. Ich bin ja unsichtbar, genau. Deswegen hat das auch geklappt.
Und ich habe keine Concussions mehr. Ich kann die rechte Maustaste nicht drücken, gut. Bomben könnte ich einsetzen. Ich muss auf Guided bleiben. Und schicke ihm jetzt einfach die restlichen Guides noch rein, denke ich mal. Er hat sie wieder mit der Stirn abgefangen wahrscheinlich. Er ist drüben. Mein Schiff ist in Gefahr. Ich glaube, das war gut. Das kam nämlich für uns alle überraschend. Dass ich den da noch erwischt habe. Der muss irgendwann keine Lust mehr haben. Der muss irgendwann sterben. Nerviger Boss, sehr nerviger Boss. Und ich habe keine Raketen mehr. Irgendwann musste es ja soweit kommen. Nach 3 Stunden. Kaum sehe ich ihn, sieht er mich auch. Als ob er so aufmerksam wäre, wenn er nur da steht. Ich hatte ihn doch schon öfter an der Stelle. Wie habe ich das denn dann gemacht? Immer ein Tickelchen weitergehen. Und dann doch keine Chance haben. Ich will deine Smart reinpfeffern. 2 Shields. Also langsam wird es kritisch. Habe ich noch nie gesagt an der Stelle. Nein. Ich habe noch Gauss. Ich schicke ihm jetzt ein bisschen Gauss rein. Dann gibt er mir vielleicht wieder ein bisschen Unsichtbarkeit und Raketen, die kann ich dann wieder einsammeln. Dann ist alles wieder drin. Da ist er noch so, genau du. Komm zu mir. Genau, Unsichtbarkeit ist immer gut. Meine Ohren tun langsam weh. Nach 3 Stunden Kopfhörer tragen. Beim letzten Mal 3 Stunden für 3 Level oder so gehabt. Oder noch mehr. Und jetzt nur für den Boss. Allein für den Boss. Unglaublich. Kriege ich die Rakete nicht? Kriege ich sie? Ja. Nimm sie. Er will sie nicht. So, zurück. Ich darf die Rakete einfach nicht haben. Das ist mir nicht vergönnt. Wenn er hinten ist, dann nehme ich eh wieder Geils. Warum so einen Stress machen da hinten? Die Rakete ist einfach zu langsam. Ich bräuchte Guides in der Geschwindigkeit einer Mercury. Dann würde ich aber selber nicht mitkommen. Aber immerhin würde ich den Boss überraschen können. Das ist auch vorne. Wieso macht ihm das Schaden? Oder macht ihm das gar keinen Schaden? Ist halt immer die Frage. Das frage ich mich schon ewig. Irgendwas habe ich erwischt. Gut. Kurz kratzen. Ah, er muss irgendwann sterben. Hä, wieso? Ich habe irgendwas Cloaking-mäßiges aufgesammelt, was ich nicht wollte. Das da links. Ich wollte nur gucken, wo der Boss ist. Der ist irgendwie wieder hinten. Dann in Sicherheit bringen. Er dürfte ruhig mal wieder in die Mitte kommen hier. Das lässt er da dann wieder absondern. Er guckt halt immer mit der Schnauze zu mir. Wie soll ich ihn dann von hinten kriegen? Und dann macht er sich unsichtbar. Ah, hinten hat er so einen Kristall und vorne sind die Augen. Habe ich das jetzt richtig entdeckt? Dann habe ich es ja vielleicht doch jetzt gecheckt. Vielleicht. Möglicherweise. Jetzt nehme ich halt Gauss, auch wenn es vielleicht nichts bringt, um ihm was abzuziehen, aber es gibt mir ein paar Raketen wieder. Wenn ich die Gegner, die er spawnt, vernichte. Er hat überlebt. Tschüss. Geht das wieder los?
Ja, genau, ich wollte bestimmt die Vulcan haben, die ist bestimmt voll gut jetzt. Genau. Ja, ab und zu mal Anzeichen von erfolgreichem Spiel. Aber nur kurz. Und ob es am Ende was bringt, ist halt immer nach wie vor die Frage. Also weiß ich ja nie, ob das deprimiert unter diesem Spiel am meisten. Also bei den Bossen vor allem. Da weiß man nie, ob man jetzt auf der richtigen Fährte ist. Und vielleicht ganz viel Zeit verschwindet gerade. Wenn er hier ist, dann mache ich den auch so platt. Vielleicht gibt es hier ja noch einen Geheimgang irgendwo. Oder einfach mal so hier raus. Wäre auch schön. Wieso eigentlich Bosse? Warum reichen keine Reaktoren? Die sind doch auch toll. Ich mag Reaktoren. Bist du mal tot irgendwann? Irgendwann ist du mal gut. Da habe ich hier Fussel auf dem Mauspad. Der ist gerade mal ganz wichtig gewesen. Wichtiger ist das Leben eines Schiffes. Kann ich mal ja noch ein paar Punkte. Genau. Mal diese Ausreden. Ich will ja keine Effizienz erreichen, ich will ja Punkte. Na, kamen wir nicht gerade rein? Diesmal nicht, gut. Das ist auch dann, das ist ein anderer. Das ist auch Anthrax. Hallo Anthrax, wie geht's? Ah, da ist wieder ein paar, ja, jetzt ein paar Raketen, die ich mal mitnehmen kann. Dann habe ich wieder ein bisschen mehr Chancen mit den Smarts. Dann nehme ich mir die doch. Da unten ist nochmal Unsichtbarkeit gewesen. Schneller. Wieso ahnt er, wo ich bin? Nur weil ich ein paar Raketen einsammle, das ist richtig nervig. Nehme ich mir nur die wichtigen hier oben. Vielleicht war ich auch einfach zu lange schon am Rumfliegen. Aber diesmal hat es auch geklappt. Ganz passabel. Vier ordentliche Raketen wieder. Yay. Ich hoffe ja echt, dass das so was bringt. Ich glaube schon, wenn er dagegen schießt, dann hat er doch Angst. Was dann auch alles von hinten kommt. Und dann plötzlich unsichtbar wird. Wo ist er jetzt hier vorne? Ich denke ja, er könnte jeden Moment sich drehen und winden und sterben. Das wäre doch ganz nett, oder? Boom, 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 boom. Aua. Tut weh in den Ohren. Es klappt so nicht. Die Earthshaker sind gar nicht mal so lecker. Hat mich so wirklich getroffen, aber vielleicht auch ganz gut. So. Wo ist er jetzt hingeflohen? Keine Ahnung, ob ihn das getroffen hat. Irgendwas anderes hat er überlebt. Tschüss. Wo ist er? Ach, da unten. Ja, langsam wird's ermüdend. Muss man ja sagen. Er könnte ja echt mal langsam sterben. Ich könnte mir vorstellen, dass manche Raketen ihm Schaden machen und andere Raketen geben ihm sogar wieder Energie zurück. Dann würde sich das auch erklären, warum es so lange dauert. Gut, das müssen wir anders machen. Der mag keine Raketen, deswegen schnell in Deckung. Und in Descent 3 hätte man ja denken können, gibt es nochmal das Doppelte an Earthshakers, also mit, eine Rakete mit doppelter Durchschlagskraft einer Earthshaker.
Aber ich glaube, da gibt es ja nur ganz schwache Waffen wieder. Schlechter als in Destiny 1. Werde ich wie gesagt eh nicht spielen. Er ist weg. Auch mal aufgefahren. Gut. 10.000 Gauss noch. Solange ich Gauss habe, muss ich nicht aufgeben. Dann, ja, schießen wir doch eine Smart wieder rein. Ich habe keine Smart mehr. 10 Guided noch. Wird auch langsam eng. Wir versuchen es heute. Zack. Ach Moment, der ist jetzt hier. Sehr schön. Er kommt da jetzt. Ich habe schon zu früh geschossen, glaube ich. Ihr seid ja gar nicht gefährlich. Ups, wäre schon. Ich habe es im letzten Moment dann noch bemerkt. Wieso treffe ich die nicht? Ups. Ja gut, wir können speichern. Habt ihr gesehen, wie viel Schaden ich ihm eigentlich gemacht habe? Wenn Gauss denn wirklich was hilft hier? Das ist die Frage. Keine Ahnung, ob. Aber ich habe schon wieder die Hälfte meiner Gauss-Munition eingebüßt, die ich noch hatte. Gehen wir lieber wieder auf Laser, wenn der andere da gleich noch weg ist. Da war noch einer, ich weiß es doch. Nee, er ist anscheinend nicht mehr da. Paar Raketen mitnehmen. Der lässt mich einfach in Ruhe. Der hat echt keinen Bock mehr, genau wie ich. Aber wir müssen das jetzt noch durchstehen, bis er es nicht mehr durchsteht. Was ist los? Hm? Ich wollte doch keinen Gauss jetzt mehr haben. Diesmal nicht, doch. Wie er mich einfach nicht getroffen hat. Der arme. Ganz viel Munitionsverschwendung. So kann es immer laufen. Nochmal, komm hoch. Eben hat es auch geklappt. Für uns beide, oder? Denn da jetzt wieder für einen Bombenleger raus. Ach ja, ich würde gerne sagen, es dauert nicht mehr lange. Aber ich weiß es einfach nicht. Ich habe keine Ahnung. Wenn ich mir das so ansehe, dann. Die Mine kann doch nicht mehr lange durchhalten, so ein Dauerbeschuss. Natürlich gehen sie ganz knapp über die Kante. Genau wie er wollte. Dann guck mal, wie das ist. Ich hoffe nur, dass er einfach irgendwann mal stirbt. Goldene. Ich habe gerade eine Earthshaker golden gesehen. So müde bin ich schon. Goldene Kanonen, die wären es doch. Goldene Raketen. Wäre richtig geil. Richtig edel. Hab ihn gehört, keine Sorge. Der ist er wieder nach links oder nach rechts noch? Ah, 1200. 1200. Dafür stehe ich doch nicht mehr auf. Und nun machen wir weiter. Genau, ich fliege nochmal rein. Das mache ich gerade gerne, ganz oft, um die Hoffnung zu haben, dass er stirbt.
so kann es öfter gehen. Genau so, das ist schön. Dann mache ich ihm ordentlich Schaden. Warum sind da jetzt so viele davon hier? Da ist noch einer eigentlich gewesen. Manchmal fliegen die einfach ins Nichts und sind kaputt. Kurios. Bringt nichts, ihn irgendwie auszuweichen. Er schießt einfach eine neue wieder hin. Nein, gegen dich bestimmt nicht. Aber ich wusste, dass da noch einer ist. Er wartet da und lauert. Einen habe ich noch. Boom, boom, boom. Du mich auch. Ob die auch trifft? Glaube schon. Bisschen zumindest. Ab in die Mitte. Jetzt wirst du hier weggemobbt. Diesmal Schluss. Auch wenn ich das schwächlichste Schiff im ganzen Spiel habe, jetzt bist du mal dran, der sterben muss. Hilfe, Hilfe, der ist wütend. Hätte ihn nicht so reizen sollen, vielleicht. Ich habe schon noch 5000, 6000. Sind das 1000? Das sind 60.000. Noch 60.000 Punkte. Dann habe ich die 500.000. Ist das nicht schön? Mehr oder weniger. Das ist halt so gewisse Erfolge, die man sich ja noch einredet. Wieso ist er denn jetzt recht? Wieso mache ich ihm keinen ordentlichen Schaden? Es gibt ja dieses Geräusch, wenn jemand unverwundbar ist. Ich kann das jetzt wirklich hören. Oder nicht unterscheiden. Man weiß dann nicht, ob das nichts bringt. Oder ob ich ihn doch von hinten treffen muss. An der Stelle würde ich ja doch keine Guided einsetzen wollen. Wieso hat er mich denn getroffen? Jetzt bin ich sicher. In Sicherheit. Guided an der Stelle einzusetzen ist eher suboptimal. So. Lass doch mal die Gegend in Ruhe stehen. Bringt aber nichts. Man kann ihn nicht wie einen normalen Gegner behandeln. Das sollte ich langsam gemerkt haben. Aber immer wieder kriege ich 300 Punkte von ihm. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Dumm-di-dumm. Kann nicht mehr lange dauern. Würde ich meinen. Ich bin so froh, dass ich den beim letzten Mal nicht gemacht habe. Nachdem ich schon 3 Stunden aufgenommen hatte. Für die letzten Level. Wieso ist der jetzt nicht gestorben? Dankeschön. War doch gar nicht so schwer. Das war möglich. Gut. Ich will nur nicht zittern, dann... Oh, jetzt reicht's mal. Nicht zittern, ich hasse es, wenn es zittert. Es ist immer so, wenn man gerade den Boss besiegt hat oder den Reaktor und dann zum Exit fliehen will, dann zittert der ganze Raum, der ganze Planet. Das ganze System. Nee, nur der Planet. Aha, jetzt wieder so. Ich hätte erst nochmal ausweichen müssen. Gut. Jetzt sterbt doch bitte endlich. Ja, mit der Omega wird es bestimmt klappen. Moment, in die Richtung, genau. Die Omega ist halt sehr schwach, aber dafür zielsuchend.
und deswegen optimal gegen kleine Gegner geeignet, um diese zu zerstören. Ja, ich höre ihn links. Das ist die tolle neue Stereozeit. Und wieder zurück. Langsam tut mein Hintern auch weh. 3 Stunden aufnehmen mache ich auch nicht so alle Tage. Aber so einen Boss würde man ja dann doch gerne, zumindest meine eine, an einem Stück hinrichten. Obwohl, beim letzten Mal habe ich mal 10 Minuten Aufnahme oder 15 Minuten noch ein Video gehabt. 16 Minuten. Aber das war ja nur zum Angucken. So. Genug palavert. Jetzt habe ich einen scheiß Stand gemacht. Jetzt muss das so bleiben. Das ist jetzt der auserwählte Stand. Jetzt muss er sterben. 64. Jetzt habe ich noch die scheiß Omega ausgewählt. Es geht immer automatisch, wenn die andere leer ist. Und die Omega braucht nicht so viel. Ja, die darf auch mal sterben irgendwann. Ist die erlaubt? Ist die erlaubt? Und auf jeden Fall muss er mit Laser auch sterben. Boah, was da abgeht. Gerade noch ausgewichen. Weil Gauss kriegt man ja nicht unendlich. Aber Laser. Deswegen eigentlich mit Laser müsste man jeden Boss killen können. Auch vor allem den hier. Boah, noch 50.000 Punkte. Und wieder ein extra Life. Kriege ich unendlich extra Leben, die mir gar nichts bringen. Es sei denn, ich würde einfach reinfliegen und das immer wieder versuchen. So. Aber an sich ist es ja gar nicht notwendig. Ich kriege mir ja trotzdem auch so ganz gut, würde ich meinen. Empfinde ich zumindest. So, hier vorne ist er nicht. Gut. Aber das hat ihm eben doch bestimmt ganz viel Schaden gemacht. Das sah zumindest so aus. Ist er wieder hier in der Mitte, sehr schön. Ja, seht ihr, das macht ihm noch Schaden. Das muss ihm Schaden machen, warum stirbt er nicht irgendwann? Komisch. Wow, jetzt kommt's. Irgendwann musste ja was kommen. Wow. Jetzt kommt er doch wieder mit Earth Shaker. Ich dachte, er hat keinen Bock mehr. War zu schön. Sehe nicht wirklich. Ist er da? Nee. Er ist hier unten jetzt. Schade, er hätte ruhig oben bleiben können. Der hat doch auch keinen Bock mehr. Langsam reicht's, Junge. Haben alle keine Lust mehr. In Sicherheit. Ich habe schon meine ganze Energie gleich wieder verballert an dem einen großen Angriff, wo er in der Mitte war. Spannend, ne? Ist er jetzt wieder hinten? Dann kann man wieder ein paar Geiles einsetzen. Jop. Der Roboter hat sich gar nicht erst gewehrt, weil ich unsichtbar bin. Dann machen wir das auch so. Und dann, ich könnte ja ein paar Smarts einsammeln. Das wäre ja ganz witzig. Liegen hauptsächlich Guides rum. Gib mir die Unsichtbarkeit. War zu langsam. Macht nix, denn hier unten ist auch noch eine, die ich schon ewig nicht genutzt habe. Will alles hier haben, alles. Wenn ich es erwischen würde. Ich habe bestimmt schon eingesammelt. Ist hier oben noch ein Geheimnis? Unverwundbarkeit, wie geil. Okay, das war doch noch nicht der auserwählte Dings. Jetzt geht unten das auf, glaube ich, nämlich. Scheiße, wie geil. Ich muss es probieren und
Wo unten? Wo ist unten? Ist die Frage. Das hat er mich jetzt erwischt. Ich war da noch unsichtbar. Ich muss gerade kurz checken, wo ich hin muss. Da ist der Boden. Wo ist der richtige Weg? Hier oder drüben? Ach, das bleibt einfach zu. Toll. Ich bin sichtbar, ja. Ich weiß nicht, welche Tür dadurch aufgeht. Walls, es sind Walls. Mist, das wollte ich nicht machen. Ich will jetzt nicht die Unhaltbarkeit einsetzen. Schon. Ich finde nicht so ganz mich zurecht hier. Sekunde. Dann will ich hier runter. Wo bin ich denn jetzt? What the fuck? Da ist ja noch ein Schalter. Wo bin ich? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin, aber ich habe offensichtlich gut daran wie geil! Ich weiß nicht mal, wo ich bin. Oh, noch nur. Okay, jetzt habe ich gewonnen. Jetzt habe ich gewonnen. Jetzt hat er keine Chance mehr. Ich habe noch 2 Shakers und 2 Unverwundbarkeiten. Der ist so tot jetzt. Ich weiß gar nicht, wo ich bin, aber ich glaube, ich wollte genau hier hin. Und noch mehr Flashs. Ja, die bringen mir ja bestimmt was gegen den Boss. Ich muss einen neuen Stand machen. Ah, wie geil. Nochmal zum Schluss nochmal sowas Geiles. Ich habe nicht nochmal nachgeguckt. Ne? Nur vor 2 Wochen mal kurz. Und das habe ich schon längst wieder vergessen. Und ich bin auf dem Kopf. Das gefällt mir gar nicht. Was ist das denn? Boah, wieso habe ich die Omega ausgewählt? Moment, was habe ich gerade? Ich habe gerade Quad-Laser eigentlich. Ich weiß nicht, wieso das passiert ist. So, machen wir doch mal hier nochmal. Wieso ist die Omega denn ausgewählt? Was soll das? Ich hab doch einen Quad-Laser hier. Ich verstehe das nicht. Vulcan ist ausgewählt. Irgendwas hängt hier gerade. Er schießt halt wieder nicht. Moment, er schießt jetzt mal so. Jetzt geht's gerade. Ich glaube, die Earthshaker ist das Problem gewesen. Habe ich ihn überhaupt erwischt? Und jetzt habe ich wieder ein Problem im Schießen. Wieso kann der Quad-Laser... Ach, ich habe keine Energie mehr. Okay, jetzt ergibt es Sinn. Dann will ich doch das... Moment, ich mache einen Marker hin, sonst finde ich es nie wieder. Und... So, und jetzt einfach hier raus. Und erstmal aufladen. Mit 3 Energy sollte ich das echt nicht angehen. Das wäre ganz töricht. Hier kann ich wieder raus. Es ist so nah gewesen und ich habe es nie gefunden. Ach, scheiße. Wie geil, dass das letztlich so richtig war. Puh. Und da war noch eine Unsichtbarkeit am Anfang. Kann ich das schön verbinden? Jetzt habe ich dafür den Weg verpeilt. Ich war zu aufgeregt. Moment, bin ich hier richtig? Jetzt habe ich total verpasst, wo ich hin muss. Wir fliegen einfach weiter. Oder fliege ich gerade zurück? Ich bin auf die falsche Seite geflogen, oder? Wo muss ich hin? Oder habe ich hier wieder Walls verändert jetzt? Und deswegen sieht es anders aus. Sieht doch richtig aus. Nur die, an die Earthshakers komme ich glaube ich nicht ran da oben. Weil ich nicht weiß wie. Irgendwie geht es garantiert. Irgendwie. Bin einmal rumgeflogen irgendwie oder wieder zurückgeflogen halt. Gut zu wissen. Irgendwie braucht der Afterburner gerade gar keine Energie. Ach so, er kann sich auch nicht mehr aufladen gerade. Dann gibt's ihn. Dann müssen wir da jetzt hinschleichen. Das war doch jetzt hier und dann weiterfliegt. Ja, richtig gut. Mein Herz. Ja, jetzt werde ich nicht aufgeben. Ich spiele zwar schon seit 3 Stunden, aber jetzt muss ich das auch noch durchziehen, wenn ich jetzt schon 2 Earthshakers und 2 Unverwundbarkeiten habe. Sehr gut, das ist sehr, sehr toll. Wo war die andere jetzt? Die andere Unverwundbarkeit, jetzt habe ich das fast vergessen. Die werde ich schon finden. Ach ja, ich erinnere mich da oben im Gang, im Mittelgang.
Der hätte ich ja mal früher nachgucken können. Es war doch offensichtlich, dass da was versteckt ist. So schön versteckt. So, und wir sind wieder da. Von unserer Weltreise. 69 wird das die magische Zahl. Da. Genau, das wollte ich. Und dann suche ich. Da rechts muss ich rein. Da ist die Unverwundbarkeit. Ich könnte, glaube ich, auch 6. Ja, perfekt. Und guided muss ich mich nicht hinführen lassen. Das schaffe ich auch so. Glaube ich. Moment. Ja, doch. Ja, man sieht es doch sogar, oder? Nee. Hä? Ach so, ich dachte gerade, die wäre schon wieder weg. Das wäre es ja gewesen. Oh, ich bin viel Zeit gelassen, aber mal gucken, ob das reicht. Und weg, vielleicht ist das Ganze. Oh, ich hätte mir noch ein bisschen Zeit lassen können, wahrscheinlich. Aber ich habe ja noch einen anderen Rund zur Unsicherheit. Ansonsten habe ich ihm, glaube ich, jetzt auch ordentlich Schaden gemacht. Besser geht's immer, ja. 20 Shield habe ich auch irgendwo herbekommen. Kann ich hier nicht noch irgendwie rein? Das sieht ganz nett aus. Ich lasse mich nicht irritieren von den Earthshakers, dass sie da neben mir abprallen. Irgendwo ein Schalter hier. Ein Hulk, oh. Ich suche nur, ob ich einen finde. Ja, doppelt durch ein Gitter. Ne, irgendwie geht das nicht mit Zartbitter. Ja,